Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Leightons Mystery Journey. Wir machen heute mal nicht die Story weiter, sondern kümmern uns mal ausschließlich um die Rätsel des Tages. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, also wir würden sowieso keinen kompletten Fall schaffen. Von daher dachte ich, schauen wir einfach mal. Es scheint auch einfach keine neuen Rätsel mehr zu geben, oder? 383 ist ja jetzt schon irgendwie eine Weile so der Stand. Offenbar gibt es da keine neuen mehr. Aber das ist okay. Wir hatten alles schon einmal durchgemacht, glaube ich, ne? Was war denn das letzte? Oh, das war dieses Brückending, oder? Ich glaube. Diese Steuerung ist so weird, wie mit... Okay. Nee, Moment. So. Wir fangen das mal von unten an und gucken mal. So, da mussten wir eigentlich nur die Teile so wegräumen, dass das am Ende gerade auf diese Linie runtersackt, ne? Das war doch der Deal. Okay. Das heißt, wir brauchen am Ende eine Höhe von 4. Dann lass doch mal das und das und das wegnehmen. Die Rätsel werden eigentlich immer so ein Jahr lang hochgeladen. Ist bei den anderen Teilen auch so. Okay, gut zu wissen. Dann muss ich da ja nicht mehr warten. Nein. Weg. So, dann haben wir hier eine Höhe von 4, wir haben hier eine Höhe von 4, hier haben wir noch eine von 5 und das wird leider auch nicht besser. Dang it. Wenn wir das komplett wegnehmen. Ah, nee, geht nicht. Also wir müssen eine Höhe von 4 Teilen rausnehmen. So, hier hätten wir das. Was ist denn, wenn wir das Teil einfach rausnehmen? Das sieht doch noch ein Plan aus, oder? Dann muss hier noch ein Teil raus, entweder das oder das. Ich bin schwer für das, ehrlich gesagt. So, dann ist doch da alles schön. So, dann haben wir hier noch eine Höhe von 6. Du musst auf jeden Fall weg. Na, wobei, weiß ich noch nicht. So, du bist dann auf jeden Fall hier unten. Dann müssten wir das T-Stück hier schon mit einbeziehen. Geh das T-Stück hier raus. Muss eigentlich. Ich würde sagen, die beiden müssen auf jeden Fall weg. Aber dann fällt hier nichts Passendes hin. Nee, du musst schon da bleiben. Aber das passt alles so nicht. Gottverdammt. Ah, wobei, hier muss ja eh noch ein Teil raus. Aber das wird ja auch nicht besser. Also, wo ich gerade drüber nachdenke, ist, wenn das Teil hier einen runtersackt,
haben wir hier halt so eine kleine Lücke. Und die kriegen wir mit nichts, was da drüber ist, irgendwie gefüllt. Zumindest nicht, solange dieses Teil noch da ist. Aber auch wenn das Teil weg ist, nicht. Das ist so das Problem. Ich mache hier gerade mal ein bisschen was random und wir lassen das jetzt einfach mal kurz durchlaufen und gucken. Dass das falsch ist, ist mir vollkommen klar. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Nee, offenbar weißt du das nicht. Das passt gar nicht zu mir. Ja, das ist okay. Achso, ich kann mir dann meins aber auch nicht nochmal angucken. Ah doch, ja, toll. Ich dachte, ich kann es mir wenigstens mal in Ruhe angucken, wenn es unten zusammenliegt. Na, okay. Gut, gehen wir es vielleicht einfach mal von links statt von rechts an. Hier gibt es eigentlich nur zwei Varianten, die wir rausnehmen können. Entweder das Teil und das Teil oder dieses und dieses. Und die beiden macht, glaube ich, keinen Sinn. Nee, also hier muss eigentlich das und das Teil raus. So, dann sagst du runter. Das ist okay. Dann würde ich entsprechend das Teil auch da lassen. Dann würde ich dich aber rausnehmen. Dann sagt das hier auf die... Und dich auch. Und dich auch. Dann haben wir in den ersten beiden auf jeden Fall sauber eine Viererhöhe. Und haben dann aber hier das Problem. Huh. Weil die Lücke kriegen wir halt nie wieder zu. Also muss das Teil eigentlich da bleiben. So. Aber dann haben wir hier eine Fünferhöhe. Das passt ja auch nicht, oder? Nee. Dann sind wir hier einen drüber. Wenn wir das so machen. Und das rausnehmen. Dann haben wir hier eine Viererhöhe, hier eine Viererhöhe. Hier haben wir jetzt auch vier. Und dann nehmen wir die beiden raus und haben hier auch vier. Und dann nehmen wir das Teil raus, haben hier vier, haben hier vier. Dann muss hier noch eins weg. Das könntest du sein, for example. So, dann müssen hier noch zwei Teile raus. Und hier jeweils vier. Aber so bis hierhin ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen die beiden auch drin lassen. Ja, schon zwangsläufig. Ja, wobei... Wird das dann noch was? So, du sagst darauf. Also wenn wir es so machen würden, wäre das halt überall schön, nur hier nicht.
Aber das könnten wir so machen. Da muss da immer noch einer mehr hin. Nee, das ist es nicht. Wenn wir das so machen? Nee, das passt nicht. Dann rutscht das Ding nicht runter. Okay, was ist denn, wenn wir... Was denn, wenn wir das so machen? Dann haben wir hier vier, dann haben wir hier vier... Nee, so kriegen wir die Lücke da nicht zu. Aber im Moment so. Ach, goodness. Das Teil hier noch rein. Oder eher das Teil hier rein. Eher das Teil hier rein, oder? Das sieht doch gut aus. Das, wenn ich jetzt nicht irgendwas massiv übersehen habe, sollte das total passen. Yes. Gott, das hat lange gedauert. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Und so macht man das. Ja, moin. Alright. Gott, das war aber auch Schwierigkeit 5. So, mit welcher Taste kam ich jetzt hoch? So nicht. So. Oh, sind noch... Ah, sind nur noch zwei Fünfer zwischen. Dann das als nächstes. Alright. Hier muss auf jeden Fall entweder das oder das und dann das da drüber oder das da drunter. Vorausgesetzt, wir machen das so und so. Und so, ist das eine gute Sache? Dann haben wir hier überall vier. Ne, das ist aber schon crap, dann kommen wir hier nicht weiter. Okay, das ist auf jeden Fall nicht der Deal. Machen wir mal so. Oder will ich die hier unten raus haben? Hört dich vielleicht nicht. Haben wir hier vier? Hier haben wir nur drei. Das ist uncool. Machen? Nicht wirklich, ne? Hm. Okay, lassen wir es mal so stehen. Gucken wir mal hier weiter. Hier haben wir halt super viele Möglichkeiten. Das ist vielleicht nicht so die gute Idee zum Starten. Okay, hier in der Reihe. Wenn wir das Teil rausnehmen, muss das raus. Und dann müssen zwangsläufig die beiden raus. Und das wird auf jeden Fall nichts. Also schließen wir daraus, das Teil muss bleiben. Und das muss weg. Klingt das logisch? Nicht wirklich. Wenn wir jetzt den ganzen Kladderadatsch da drüber wegmachen, das sieht auch ganz gut aus, oder? Guck mal, dann haben wir hier überall vier. Dann müssen wir nur gucken, dass wir das hier drüben vernünftig hingewurschtelt kriegen. Hier haben wir vier. Die auch so zusammenfallen würden. Dann würdest du da runtersacken, das wäre okay. Nee, du
du weg. Dann ist das hier gerade. Das hier sind 4. Und hier können wir doch jetzt einfach rausnehmen. Du raus und du. Ich glaube, es sieht gut aus, oder? Yes. Das ist ein besonders interessantes. Und so macht man das. Okay, das ging deutlich besser. Wenn man erstmal wieder in dieser Denkweise drin ist, funktioniert das auch. So, dann lass uns doch gerade nochmal das andere 5er Schwierigkeitsding machen. Und danach sollte es ja tendenziell einfacher werden. Vielleicht wechseln wir dann auch erstmal den Rätseltypen. Okay, hier muss auf jeden Fall einer von den beiden raus. Safe muss du raus und du, das kann sonst nichts werden. So, dann rutscht das hier runter, das rutscht da runter, du musst auch weg. Das sieht bis hierhin ganz schön aus, aber ich befürchte, das funktioniert so nicht. Wir werden dich nämlich brauchen, sonst kriegen wir hier nämlich die 4 nicht hin. Oh, wobei, wir könnten... So ist das doch eigentlich ganz nice. Also das fällt alles so in place, das ist okay. Die beiden können wir hier nicht wirklich rausnehmen, oder? Nee, ich glaube nicht. Das Problem ist, kommen wir hier noch irgendwie auf... Ah, wobei, wir können das so machen. Können wir? Dann haben wir hier oben aber zu viel. Ah, goodness. Nee, das funktioniert so auch schon nicht. Wir lassen das nochmal so. Ich denke, das ist schon richtig. Ich denke, das ist schon okay. Die Frage ist nur, wie kriegen wir jetzt... Du gehst raus, du gehst wieder rein. Dann gehst du dahin. Dann kommst du mit rein und du und du und du. Reichen, denke ich. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Alright. Das lief doch. Dann wechseln wir gerade mal. Mach mal mit dem Pinguin weiter. Den haben wir vor lange nicht gemacht. Ah, warte, ich drücke mal den falschen Button zum Durchscrollen. Die Pinguinparade. Die liefen immer bis zum Ende durch und stoppten dann irgendwie. Und wir brauchten Gruppen von mindestens, ich weiß es nicht mehr, Gruppen von mindestens 2 oder 3. Hilft dem Pinguin bei ihrem Töftentänzchen. So, ein Block ist ein Quadrat oder ein Rechteck vom Pinguin. Okay, also 2 reichen auch. Und die laufen immer bis zum Ende durch, ne? Genau, also entweder bis zur Wand oder bis zum nächsten Pinguin. Und am Ende darf halt kein Pinguin allein stehen, das ist okay. Ja, du läufst dahin. Ach so. Kann ich das jetzt schon... Hallo? Warum rutscht denn der jetzt nur ein Feld?
Ach so, weil ich... Ja, okay. Mein Fehler. So. Dann sind die happy. Der ist fest? Okay. Das ist uncool. Ziehen wir dich mal hier runter. Ziehen dich mal daneben. Warum ist denn das jetzt... Ach so. Okay. Dann funktioniert das so alles schon nicht. Dann musst du dahin. Nehmen. Aber wenn ich den jetzt hier hinpacke, funktioniert das doch nicht, oder? Nee. Okay, mein Problem ist gerade, was machen wir mit dem hier unten? Packen wir den einfach hier ran? Und machen das einfach so? Ich denke, das ist schon der Deal, oder? Dann ist nur die Frage, was machen wir mit ihm? Also die beiden können wir einfach zusammenpacken, das ist easy. Die beiden können wir zusammenpacken, beziehungsweise wir können die vier zusammenpacken, das ist easy. Aber was machen wir mit ihm? Und vor allem, was machen wir mit ihm? Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir ziehen den daran. Ist das clever gewesen? Ich denke nein. Aber vielleicht schon. Aber vermutlich nicht. Mist. So, dann könnten wir den immer noch hier ranziehen, aber das bringt uns ja auch nicht weiter, ne? Nee, das ist schon alles Grütze. Okay. Wo können wir den hinpacken, ohne dass wir alles total verbocken? Also wir... Kann der theoretisch nach hier? Nicht wirklich, ne? Dann kriegt er da halt nie irgendeinen Partner. Also wir könnten dann hier oben wen noch hinpacken. Also okay, wir halten fest, er kann nicht nach hier, er kann nicht nach hier. Nach hier nicht, nach hier nicht, nach hier auch nicht. Nach hier kann er auch nicht. Ne. Das wird nix. Also muss er auf jeden Fall nach hier. So, dann müssten wir doch hier aber zumindest mal irgendwie ein Rechteck draus machen, oder? Also so 2x3. Das Problem ist... Wir kriegen hier nur noch 3 Pinguine hin, brauchen aber 4. Ich reih das nicht.
Wir können die auch nur einmal bewegen, ne? Ja, okay. Gibt es eigentlich noch die Rätsel im Alchemielabor, wo du... Ach, du meinst Opus Magnum. Nee, Opus Magnum ist, glaube ich, für mich irgendwie abgehakt. Das hat mich dann irgendwie doch nicht so abgeholt. Ich checke gerade nicht, wo ich den hinpacken soll. Also ich habe auch schon überlegt, ob wir hier die ganze Reihe irgendwie lang gehen. Aber das geht prinzipiell auch nicht. Es hilft nichts. Der muss hier ran. Dann gehst du dahin. Und dann gehst du dahin. Das ist irgendwie so für den unten die einzige Lösung. Aber dann haben wir für den keine Lösung mehr. Du meinst bei Layton als Tagesrätsel? What? Muss ich gleich nochmal gucken. Aber sagt mir gerade nichts. Aber hier gibt es ja auch irgendwie 14 verschiedene Typen an Rätseln? Nur 16? Keine Ahnung. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf. So. Wenn der hier nicht wäre, ne? Das wäre total entspannt, aber den können wir leider auch nicht bewegen. Der ist da fest. Ich glaube, du gehst nach hier. Die, die einen Pfeil haben, müssen sich aber auch bewegen, ne? So, und jetzt? Oh, ich habe, glaube ich, die ganze... Oder? Funktioniert das? Nee. Also du gehst hier hin. Safe call. Kriegen wir aus den 6 Pinguinen noch irgendwas zusammen? Ja, kriegen wir. Nee, kriegen wir nicht. Ja, doch. Nein. Fuck. Oh. Warte mal. Das muss irgendwie gehen. Wenn wir den nur nach hier bewegen... Nee. Du gehst ganz nach hier. Du gehst nach da. Oh, ich glaube, ich hab's. Ich hab's finally. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und du gehst hier hin. Wow, was für eine schwere Geburt.
Alter Finne. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Und so macht man das. Okay, haben wir noch eine Schwierigkeit 5? Nee, okay. Dann machen wir mal noch eins in 4. Nach da. Du gehst nach da. Du gehst nach hier. Du gehst nach hier. Du kannst easy damit ran. Nee, da ist schon irgendwo ein Fehler drin. Was machen wir denn mit den dreien hier? Also du musst dich hochbewegen, das heißt, du musst hier hin. Ah, dann machen wir das einfach so. Gehst du halt hier hin, das ist schon okay. Ist das okay? Wahrscheinlich nicht. Du bist da hingegen sehr okay. Nee, das geht schon wieder nicht auf, oder? Wirklich. Ich hatte gerade überlegt, das so zu machen und den hier runterzuziehen, aber dann haben wir immer noch das Problem, wo bewegen wir den hin? Das funktioniert so nicht. Wir könnten hier ein Quadrat draus machen. Dann haben wir aber das Problem, dass wir den nirgendwo hinkriegen. Der könnte halt auch ganz schlicht einfach mit dem zusammen, oder? Spricht da was gegen? Ja, einiges. Schade eigentlich. Oh, das ist aber... Ja, Moment. Ja, und zurück bitte, danke. Du gehst mal hier hin. Du gehst hier hin. Dann machen wir hier, wie gehabt, unser Quadrat draus. So, dann haben wir noch 2, 4, 6, 8, 9. Also wir müssen irgendwo noch eine Dreierreihe draus machen. Und zwar nee, du bist ja schon richtig. Wir können irgendwo eine Dreierreihe draus machen, oder? Kriegen den hier ran, den hier ran. Wieder einen über. Das funktioniert so auch nicht. Also wir könnten hier eine Dreierreihe draus machen. Das würde gehen. Aber dann kriegen wir hier immer noch keinen ran. Da eine andere Alternative? Nee. Gosh dang it.
Okay, wir fangen mal so an, weil das muss definitiv so. Eine andere Variante gibt es da nicht. Und du musst auf jeden Fall... Du kannst nicht hier hin, weil wir kriegen hier kein Quadrat raus. Das heißt, du musst hier hoch. Kriegen hier auch so kein Rechteck draus, ne? Nee. Das heißt, du musst hier hoch und du musst hier ran. Safe. Dann musst du dahin und du musst dahin, anders geht es nicht. Es sei denn, ich übersehe was, was ich nicht ausschließen möchte. So, hier können wir auf jeden Fall eine Dreierreihe machen. Ja, läuft. Läuft total. Wir schieben dich dahin. Schieben dich hier hin. Wir schieben dich hier hin. Schieben dich nach hier. Und dich nach hier. Diese Analyse sollte ein Kinderspiel sein. Natürlich, ich wusste, dass ich das lösen würde. Vollkommen logisch. Alright. Na, eins noch. Dann habe ich, glaube ich, vom Pinguin erstmal genug. Okay, fix bist nur du und nur du. Und du musst auf jeden Fall hier hin. Hier könnten wir gegebenenfalls noch ein Quadrat draus machen. Ich probiere erstmal ein bisschen. Ich finde, das sieht so nämlich eigentlich ganz gut aus. Das geht total auf, oder? Packen den hier hin. Den hier hin. Den hier hin. Na, und den nach da. Okay, das hat lange gedauert, bis es realisiert hat, dass es gelöst ist. Dann habe ich die Antwort. Natürlich, ich wusste, dass ich es lösen würde. Das war gerade so, okay, ist es fertig? Also, hallo? Hallo? Aber okay. Guti. Nee, aber hier labormäßig. Es sind sogar 18 verschiedene. Crazy. Nee, aber labormäßig sehe ich hier nichts. Das ist wieder das Frodoku. Nee, Frodoku machen wir mal zum Schluss. Wir machen mal Holzbeinhumpelei, finde ich gut. Das war am Ende... Muss in jedem Feld ein Pirat stehen. Die mit einer Zahl dran müssen sich bewegen. Ich lese es lieber nochmal nach. So, in jedem abgegrenzten Bereich muss genau ein Pirat sein. Das ist klar, jeder Pirat kann nur einmal bewegt werden. Waagerecht und senkrecht, das ist klar. Piraten ohne Zahl können sich nicht bewegen. Piraten mit einem Fragezeichen können beliebig weit laufen. Ah, und die dürfen die Fußspuren nicht überqueren, das war der Deal. Du kannst nur zwei laufen, okay. Gehst du doch mal dahin, du gehst mal dahin, du gehst einen hoch. Na, wobei, weiß ich noch nicht, ob du einen hoch gehst, aber vielleicht brauchen wir dich auch woanders. Du gehst mal nach da. Du gehst nach hier.
Du gehst runter. Naja, das funktioniert so auch schon nicht, oder? Nee, das wird so nichts. Okay. Okay, fangen wir mal anders an. Der hier unten bewegt sich entweder nach hier oder der bewegt sich auf jeden Fall nach hier. Anders geht's nicht. Weil selbst wenn wir den zuerst bewegen, ist dann da eine Fußspur. Das heißt, der geht auf jeden Fall nach hier. Damit ist das Feld gefüllt. Das heißt, der muss sich nach oben bewegen. Das heißt, der hier muss auch auf jeden Fall hier raus. So viel ist klar. Der geht auf gar keinen Fall nach hier. Genauso wie der auf gar keinen Fall nach hier geht. Ich würde sagen, der geht hier hin, du gehst hier rüber und du gehst einfach einen hoch. Das ist doch voll ein Plan, oder? Dann gehst du auf jeden Fall drei hoch. Du gehst einen zur Seite. Du gehst zwei runter. Du gehst, weiß ich noch nicht wohin, nach oben oder nach links. Du gehst auf jeden Fall... Ach shit, die laufen dann beide da vorbei. Das geht's auch nicht, ne? Dammit. Okay, du gehst nicht dahin. Du bleibst hier drin. Du gehst hier rüber. Du gehst hier runter. Da gehst du einfach hoch. Ist das der Deal? Die mit den Fragezeichen müssen sich ja nicht bewegen. Ja, wobei doch, du müsstest dich schon bewegen. Aber du kannst einfach hier rüber gehen. Und dann ist doch hier alles easy. So, dann... Ich sehe den schon hochlaufen, oder? Nee, eigentlich nicht. Nicht. Du bleibst da drin. Du gehst hier rüber. Du gehst hier runter. Du gehst hier hoch. Jetzt hat der nichts mehr, wo er hinlaufen kann. Well, shit. Aber wenn wir den einen nach hier ziehen, dann kommen wir doch mit dem, dann kommen wir mit den beiden hier halt nicht mehr klar. Also der muss in diesem Feld bleiben, das geht nicht anders. Wir könnten ganz avantgardistisch den mal hier hinziehen. Das passt auch nicht, ne? Nee, schade eigentlich. Ah, ja, aber dann können wir dich darüber ziehen. Nee, wait, das war einer zu weit. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier rüber.
Das ist schon okay. So. Mal kurz überlegen. Hier ist soweit alles hübsch. Du musst dich jetzt zwangsläufig nach hier bewegen. Ja. Damit bleibst du auf jeden Fall in dem Teil hier drin. Du gehst hier rüber. Du gehst hier rüber. Und du gehst nach hier. Und dann passt das, glaube ich, oder? Das sollte reichen, denke ich. Ja. So oh, wow. Macht man das. Mein Gehirn. Okay, aber das haben wir auch. Gott, wie viele Fünfer sind denn das noch? Hilfe. Ich würde heute, glaube ich, ganz gern alle Schwierigkeit 5 wegkriegen. Das wäre okay. Der muss dahin, weil sonst kommt keiner in diesen Bereich. Sehe ich richtig, oder? Ja. Gut. Dann musst du eigentlich hier hin, weil sonst kommt auch keiner in diesen Bereich. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon machen musst, aber machen wir mal. Genauso musst du nach hier. Du musst nicht zwangsläufig nach hier, du könntest auch da bleiben. Okay. Wir ziehen den hoch, behalten den in seinem Feld, behalten den in seinem Feld, behalten den in seinem Feld. Nee, geht nicht. Aber die können wir theoretisch einfach tauschen. Du musst auf jeden Fall in ein anderes Feld. Das ist okay, du könntest hier hingehen. Macht das Sinn? Nicht unbedingt. Wo kannst denn du noch hin? Du bleibst auf jeden Fall hier. Das heißt, der Rest hier ist tabu. Das ist doch aber schon kacke. Oder? Nee, das... Moment, wo fehlt mir jetzt einer? In welchem Feld fehlt mir jetzt einer? Ah, hier! Shit, okay. Wer kommt denn da hin? Du kommst da hin. Du musst hier hin. Das ist das Rätselslösung. Okay. Dann gehst du runter. Du bleibst in deinem. Das geht auch schon wieder nicht auf, ne? Hier rüber. Du bleibst als derjenige in deinem Gebiet. Weiß ich noch nicht.
tauschen einfach mal. Du bleibst hier drin. Du gehst hier hin. Und dann haben wir doch hier schon gelitten, oder? Irgendwo haben wir jetzt zwei drin. Wo denn? Ah, hier. Okay, also gehst du nicht. Vielleicht ist aber auch der Anfang einfach schon falsch. Vielleicht geht der einfach nicht nach links, sondern nach rechts. Ah doch, der muss aber nach links. Weil hier geht kein anderer sonst rein. Also bis hierhin ist auf jeden Fall richtig. Haben wir jetzt noch irgendwas Eindeutiges? Ja. Ihn hier. Ihn nach hier. Wobei, nein, das ist nicht eindeutig. Vielleicht geht er einfach nach hier. Und du gehst einfach nach da. Und du gehst einfach nach hier. Und du gehst nach da ganz oben. Das sieht okayisch aus. Dann gehst du nach hier. Du gehst hier rüber. Ja, das läuft so. Du bleibst in deinem Bereich alleine. Du bleibst in deinem Bereich alleine. Du gehst hier hoch in das leere Feld und du bleibst hier. Uff. Das sollte reichen, denke ich. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Okay. Und dann das finden wir noch. Wir haben einen Riesenbereich außen, zwei Riesenbereiche außen. Ist irgendwas eindeutig? Du kannst nur dahin. Anders geht's nicht. Okay. Soweit, so gut. Dich würde ich ganz ehrlich hier rüber packen. Dich dann zwangsläufig hier hin. Dich, glaube ich, in den Bereich. Kriegen wir den Zweier da weg? Gar nicht, ne? Du musst hier rüber. Anders geht es nicht. Aber dann kann der schon irgendwo hin. Hold on. Hast du eigentlich vor, The Ascent durchzuspielen oder erstmal nur reinzuschauen? Erstmal nur reinschauen. Also wenn ich es cool finde, spiele ich es auch durch, aber mal gucken. Sehe ich morgen. Ich will halt nicht schon sagen, ich spiele es auf jeden Fall durch, wenn ich irgendwie nach einer Stunde feststelle, ich habe halt doch nicht so Bock drauf, weißt du? Und dann irgendwie 8 Stunden in dem Spiel hänge, wo ich keinen Nerv drauf habe, nur weil ich gesagt habe, ich spiele es auf jeden Fall durch. Das Einzige, was bei mir im Moment so ein vielleicht ist, ist, dass es halt WASD-Steuerung ist und sich nicht wie Diablo steuert. Das wird, wenn, dann so der einzige Knackpunkt sein, glaube ich. Aber mal gucken. So. Du musst also hier hin. Weil du kannst nur hier hin. Dann kannst du nur noch hier hin. Dann kannst du nur noch hier hin. So, du bleibst auf jeden Fall in deinem Gebiet. Anders geht es nicht. Dann, holy shit, gehst du hier hin?
Du gehst hier hin. Wo fehlt mir denn noch einer? Das passt doch hier nicht. Du gehst in Wirklichkeit nicht hier hin. Das geht also auch nicht. Aber bis hierhin war doch eindeutig, oder? Ah doch, so geht's. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier runter. Du gehst hier hoch. Und du bleibst hier, so. Das ist ein besonders interessantes. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Ah, na komm, eins geht noch. Und dann nochmal Rätselwechsel. 3, 2, 1. Okay. Du musst zwangsläufig hierhin laufen, weil in das Gebiet kommt sonst niemand hin. Dann musst du auch hierhin, weil sonst haben wir in dem Gebiet keinen drin. Ist noch irgendwer eindeutig? Du bist eindeutig. Okay, damit musst du auf jeden Fall raus. Tja, ist eigentlich fast egal. Ich würde den eher nach hier schieben, ehrlich gesagt. Den hier drin lassen. Bewegst dich hier hin. Du gehst einfach einen hier hoch. Du gehst hier rüber. Ich habe jetzt schon irgendwo zwei drin, ne? Oder? Nee, habe ich nicht, aber es... Es funktioniert, glaube ich, nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Ja, doch. Du kannst einfach hier rüber gehen. Du kannst hier rüber gehen. Und du gehst hier rein. So. Ich muss alle Daten zusammentragen, dann habe ich die Antwort. Was? Ich hatte eindeutig nicht genug Daten für meine Analyse. Okay, was habe ich übersehen? Ah, ja. Ich weiß, was ich übersehen habe. In dem Feld ist keiner mehr. Okay, wo sind zwei drin? Ah, hier sind zwei drin. Okay, das heißt, es war eigentlich richtig, nur dass der sich nicht bewegt. Der Rest war total okay. So, jetzt aber. Alle Daten zusammentragen, dann habe ich die Antwort. Rätsel dieser Art sind sehr einfach, wenn man nur die richtigen Methoden kennt. Einen Schritt zu viel gemacht. Alrighty. So, was haben wir hier? Oh, das war das Dinget. Da haben wir doch letztes Mal so ewig dann rumgeprokelt, weil die Beschreibung irgendwie unklar war, oder? Ist hier noch ein Fünfer mit bei? Ja. Nein. Hier. Okay. Ich brauche nochmal die Hilfe. Die durch eine dicke Linie getrennten Bereiche sind Königreiche. Mache einen Ritter aus jedem Königreich zu einem König. Du musst ihn nur auswählen. Wähle ihn nur. Okay. Got it. So, und es dürfen. Es darf immer nur genau ein König pro Königreich drin sein. Und es darf mehr als zwei Könige oder zwei Ritter in einer Reihe geben. Also in einer langen Reihe. Sie dürfen nur nicht nebeneinander sein. Das war der Punkt. Das war hier nämlich unklar formuliert.
Beziehungsweise hier steht, sie müssen durch zwei oder mehr leere Felder getrennt sein und es reicht aber ein leeres Feld. Das war der Punkt. Das war der Punkt. So, du bist auf jeden Fall ein König. Das heißt, die beiden... Moment, zwei durften nebeneinander sein, richtig? Aber ich mach das mal diagonal, das klingt irgendwie sinnvoll. Und so. Okay, das geht schon mal nicht. Ihr beide müsst auf jeden Fall Könige sein. Das ist klar. Aber dann ist auch klar, dass das, das und das Ritter sind. Ja, würde es auch so gehen? Würde auch gehen, ne? Also nur hier und hier kann auf jeden Fall kein... Wobei, du bist da ja auch gar nicht gesetzt, oder? Du könntest genauso gut da sein. Aber dann haben wir hier drei Könige in einer Reihe. Aber dann schieben wir dich doch einfach mal hier hin. Das ist doch hübsch soweit, oder? Dann müsstest nur du ein König sein. Hier können wir quasi machen, was wir wollen. Ich finde, das sieht gut aus, oder? Nein, sieht nicht gut aus. Wir haben hier vier Diagonalen in einer Reihe. Das funktioniert so nicht. Aber dann nehmen wir doch dich einfach mal weg und packen dich dahin. Das sieht gut aus, oder? Ich würde sagen, ja. Offenbar nicht. Das ist ein besonders interessantes. Was ist denn heute mit mir los? Oh, weil in dem... Okay. Bleibt das jetzt wenigstens so eingestellt oder fangen wir ganz von vorne an? Okay, es bleibt so. Warum passt denn das nicht? Warum passen die drei denn nicht, die roten? Ist es jeweils ein König drin? Ah, hier ist noch eine Diagonale. Okay, shit, habe ich nicht gesehen. Dann tauschen wir das so. Ah, nee. Aber so würde gehen, oder? Das sollte reichen, denke ich. Ja. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Nur einen Verdrehten drin gehabt. Okay. Die Risse sind irgendwie nicht so geil. Umso eher will ich sie, glaube ich, weghaben. Wie spät haben wir es eigentlich? Okay. Allzu lang kann ich auch nicht mehr machen. Dich nehmen wir noch mit. Du musst einer sein. Du musst einer sein. Packt noch irgendwer allein in seinem Königreich? Du auf jeden Fall. Einer von euch beiden. Einer von euch beiden. Und einer von euch beiden. Es können auf jeden Fall nicht die beiden sein. Das kann auch nicht der sein. Also es muss der hier sein.
Damit muss es der hier sein. Also nur zur Erklärung, der hier kann es nicht sein. Dann hätten wir hier eine Diagonale mit drei Königen. Der kann es nicht sein, weil dann hätten wir hier eine Senkrechte mit drei Königen. Das heißt, wir sind bis hierhin auf jeden Fall safe. Bei den beiden ist, glaube ich, fast erstmal egal, oder? Also abgesehen davon, dass wir hier Diagonalen mit Rittern haben, die so nicht bleiben können. Aber von dem, wie es jetzt ist, von den Königen her, ist es egal, welchen wir hier nehmen. Okay. Können wir das eindeutig sagen? Das so machen. Das so. Können wir das so machen? Mal kurz hier so die linke Hälfte betrachten. Haben wir hier irgendwo eine Diagonale mit drei oder mehr? Sehe ich spontan nicht. Also quasi von hier ab nach links. Die Diagonalen sind eigentlich alle schön. Also hier muss noch irgendwo ein König rein. Den würde ich einfach mal hier hinpacken, weil es einfacher ist. Und dann würde ich den, glaube ich, es ist auch völlig egal, wo wir den hinpacken, oder? Nee, ist es nicht. Hier muss nämlich noch fix einer hin. Aber das sieht doch soweit ganz gut aus. Die würden auch beide noch gehen, oder? Also der unten kann es nicht sein. Dann haben wir hier drei nebeneinander. Insofern musst du das auf jeden Fall sein. Ah, shit, das geht aber schon nicht. Okay. Dann so. Dann so. Sieht das noch gut aus? Ich würde spontan sagen, ja. Okay, haben wir irgendwo eine Dreier-Diagonale drin? Sieht irgendwer eine Diagonale mit drei Königen oder drei Rittern? Ich sehe spontan keine, aber das heißt nicht, dass es stimmt. Wir probieren das. Diese Analyse sollte ein Kinderspiel sein. Ja, nice. First try. Okay, machen wir noch ein Fudoku? Ich würde, glaube ich, schon ganz gerne eins machen. Das dauert wahrscheinlich relativ lang. Aber ich... Oh Gott, das ist halt auch einfach noch ein Fünfer, ne? Ja, komm. Machen wir das noch. Das dauert wahrscheinlich eine Weile, aber ich mache die eigentlich echt gerne. Oh Gott, erstmal wieder auf die Denkweise klarkommen. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie da der erste Ansatz war. Okay, in die Reihe müssen auf jeden Fall noch zwei Bananen.
Und die müssen in dem Fall hierhin und hierhin. Anders geht's nicht. Genauso können wir die Reihe fix machen, weil hier müssen zwei Melonen hin und zwei Trauben. Und das muss so. Okay, das war doch schon mal ein ganz guter Anfang. Hier muss noch ein Apfel hin in die Reihe, der kann nur hier hin. Hier muss noch einmal Trauben hin, die müssen hier hin, hier muss die Melone hin. Dann fehlen uns in der Reihe einmal Trauben, also in der senkrechten hier fehlen uns einmal Trauben, die müssen zwangsläufig hier unten hin. Eine Banane, die muss hier hin und ein Apfel, der muss hier hin. Dann fehlen uns hier ein Apfel, der, also in der waagerechten, der muss hier hin, die Banane muss hier hin und die Melone muss hier hin. Also entweder ist das einfacher als die, die wir vorher hatten, oder ich habe langsam echt den Dreh raus. Oder ich habe gerade einfach nur sehr viel Glück. Das kann auch sein, oder ein gutes Auge. Können wir hier irgendwie weiter in der waagerechten? Nein, hier in der senkrechten? Kann ich auf jeden Fall sagen, dass einmal Traube definitiv hier hin muss. Aber ansonsten müssen hier noch zwei Äpfel, zwei Melonen hin. Das ist alles zu schwammig. Das geht auf jeden Fall nicht weiter. Wie sieht es denn hier aus? Hier muss noch einmal Traube hin. Das kann hier oder hier sein. Und zwei Bananen. Davon muss eine zwangsläufig hier hin. Dann muss die zweite Traube zwangsläufig hier hin. Die zweite Banane zwangsläufig hier. Und dann müssen das Melonen sein. Gott, weird. Wie sieht es denn hier unten aus? Zweimal Trauben. Davon muss eine dann auf jeden Fall nach hier. Und hier kommt einmal Traube, einmal Melone hin. Das ist aber noch nicht fix, was wohin kommt. Okay. Okay, nee, da können wir noch nichts weiter sagen. In der senkrechten hier, wie sieht's hier aus? Zwei Äpfel, zwei Melonen. Haben wir da irgendwas als Anhaltspunkt? Nicht wirklich. Genauso wenig hier, oder? Okay, hold up. Hier müssen noch zwei Äpfel rein. Hier kann keiner hin. Das heißt, hier muss einer hin. So, und hier müssen zweimal Trauben. Das heißt, einmal Traube geht auf jeden Fall hier hin. Und hier muss dann eine Melone hin, zwangsläufig. Die restlichen beiden hier sind noch variabel. Nee, sind sie nicht, oder? Moment. Doch, sind sie doch. Oh, goodness. In der senkrechten hier fehlen uns noch zwei Äpfel. Bringt mir das was? Nein. Aber die Banane ist fix. Die Banane kann nicht nach ganz oben. Sie kann nicht hier hin, sie kann nicht hier hin. Das heißt, sie muss hier hin. So, dann fehlt noch zweimal Apfel. Das heißt, ein Apfel muss auf jeden Fall hier hin. Der andere muss hier hin und hier muss die fehlende Traube hin. Ja, okay. Wie sieht es hier oben aus? Hier fehlt einmal Apfel, einmal Banane, einmal Melone. Da ist noch nichts von gesetzt, oder?
Nee, sehe ich noch nicht. In die Senkrechte hier müssen auf jeden Fall noch zwei Äpfel und davon muss einer fix hier hin. Das heißt, das muss dann auch eine Melone sein. Oh Gott, mein Gehirn, ne? Aber das geht erstaunlich gut bislang. So, wie sieht's hier unten aus? Ist noch nicht fix. Wie sieht es in der Reihe aus? Zweimal Trauben hilft mir gar nichts weiter, dass das fehlt. Die Melone kann auch noch entweder nach ganz links oder nach ganz rechts. Was fehlt hier? Eins von allem. Na, dann packen wir doch hier den Apfel hin. Anders geht's nämlich nicht. Und hier die Banane. Dann zwangsläufig. Und hier die Trauben. Und hier die Melone. Dann müssen hier zwangsläufig Trauben hin. Dann fehlt hier noch einmal Traube, einmal Melone. Das ist aber... Doch, das ist safe, weil hier kann keine Traube hin. Hier muss eine Melone hin jetzt. Das heißt, hier muss Traube hin. Das heißt, hier muss Melone hin. Und dann fehlt hier noch eine Traube. Und hier noch eine Banane. Hilfe. Dann muss hier eine Banane hin. Schon, oder? Ja, und dann fehlt noch ein Apfel und eine Melone. Die sind aber noch nicht sicher. Das heißt, aber hier oben ist sicher, dass hier ein Apfel hinkommt. Das heißt, da fehlt dann auch noch eine Traube. Nee, hier fehlt hier die Banane. Hier die Melone. Demzufolge muss hier die Melone hin. Und hier der Apfel. Uff. Das ging schneller als gedacht. Das sollte reichen, denke ich. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Oh well. Okay. Ich glaube, jetzt können wir erstmal Punkte im Museum einlösen, oder? Wobei, die kosten immer 80, glaube ich, ne? 60 oder 80, wenn wir nur ein Rätsel machen. Lass nochmal irgendwo anders fixen eins machen, dann können wir noch eine Sache mehr im Museum aufdecken. Lass nochmal hier irgendwie ein leichtes machen. Zeitlich kriege ich das hin. Zeitlich kriege ich das hin. Gute Sachen. So, du musst... Achso, muss ich gedrückt halten. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier rüber. Du... Nee, das ist doch auch schon Unfug, oder? Du gehst hier hin. Das machen wir so. Du gehst hier hin. Du so. Dann das so. So. Und so. Und so. Und so. Got it. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. Okay. Gut, dann sollten wir doch jetzt eigentlich genug Punkte haben, um ins Museum zu gucken. Dazu müssen wir nochmal zurück. Und nochmal zurück. Und das schließen. Und nee, müssen wir nicht schließen, sondern ich speichere zur Sicherheit mal. Bevor wir die ganzen Tagesrätsel nochmal machen müssen. Dann gehen wir... Ich könnte auch hier einfach die Lautstärke runterdrehen, ne? Aber die ist... Naja, passt schon. Dann gehen wir hier zum Titelbildschirm zurück. Und dann können wir hier auf den Bonus-Content. Und gehen ins Layton-Museum. 80 kosten die, okay. Aber gut, dann können wir drei Stück aufdecken. Dann haben wir das hier auf jeden Fall fertig. Yay, dann haben wir nämlich das geheimnisvolle Dorf fertig. Ein Dorf ist nur so komisch wie seine Bewohner. Ja,
Und dann können wir uns noch zwei Sachen bei der Buchse der Pandora angucken. Leighton und Luke fahren mit dem Voluntary, spricht er sich so aus, mit dem Voluntary Express, einem Kreuzfahrtschiff auf Gleisen. Spannend. Finde ich schon mal eine interessante Sache irgendwie. Finde ich schon mal grundlegend spannender als das Erste, was passiert ist, wir treffen auf einen sprechenden Hund, den wir, also beziehungsweise dessen Problem wir aber komplett ignorieren. Dr. Schraders Brief, also Dr. Schraders Brief steht, in Dr. Schraders Brief steht, dass er vorhat, die Schandule der Pandora zu öffnen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber glaube ich auch nur. Ich habe so das Gefühl, alles, was wir hier in diesem Leighton Museum aufdecken, sind bessere Spiele als Catriel und die Verschwörung der Millionäre. Aber hey, wir haben immerhin schon 5 von 12 Fällen durch. Das heißt, wir haben fast die Hälfte. Bringst du Leighton auch auf YouTube? Ja, ab Sonntag. Sonntag kommt die erste Folge. Dann immer 30 Minuten Folgen. Also so circa 30 Minuten Folgen. Haben heute jetzt auch nur Tagesrätsel gemacht. Und machen mal irgendwann gern Wochenende die Story weiter. Mal gucken. Aber heute hatte ich auf Story irgendwie keinen Nerv, beziehungsweise ich hatte keinen Nerv, so wahnsinnig viel vorzulesen. Und auch eh nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich bin nämlich jetzt quasi auch schon wieder raus. Von daher, erstmal für die Aufnahme vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.